Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute möchte ich den Barometersensor BME 280 von seedstudio.com vorstellen. Diesen Sensor habe ich kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Daher kennzeichne ich das Video als Werbung. Dieser Sensor verfügt über die neue Groove-Schnittstelle, welche das Verkabeln des Sensors deutlich vereinfacht. Auf der Rückseite des Sensors befindet sich ein paar kleine Lötpunkte hier zu sehen. Dort kann man, wenn benötigt, die Adresse von 0x76 auf 0x77 ändern. In meinem Fall lasse ich das so. Beigelegt ist ein einfaches Kabel mit beiderseitig 4 Pins und eine kleine Beschreibung zu dem Sensor, wo auch enthalten ist, an welchem Port man später diesen anschließt. Das Kabel hat eine Besonderheit, das geht nur in eine Richtung reinzustecken. Das heißt, man kann den Sensor nicht verpolen. Der Sensor wird an die I2C-Schnittstelle des Boards angeschlossen und schon können wir loslegen. Zum Programmieren des Sensors nutze ich die Arduino IDE. Bevor man seinen ersten Sketch für den Sensor BME 280 schreiben kann, muss man sich noch die Adafruit BME 280 Bibliothek installieren. Diese Bibliothek installieren wir uns über den Bibliotheksverwalter, indem wir in dem Suchfeld einfach BME 280 eingeben und dort dann einfach den Eintrag Adafruit BME 280 Library auswählen und die Schaltfläche Install oder installieren auswählen. Ich habe diese bereits installiert und schließe nun den Dialog. Wenn diese Bibliothek installiert ist, können wir uns aus den Beispielen zu der Bibliothek das einfache Beispiel BME 280 Test laden. Dieses ist fast gleich lauffähig, es müssen nur ein paar Änderungen durchgeführt werden, welches wir im nachfolgenden Beispiel nun tun wollen. Zunächst einmal schauen wir uns den Sketch an. Oben stehen wie immer die Imports für die benötigten Bibliotheken. Danach kommt eine Konstante, um später die Höhenmeter zu berechnen. Da wir den Sensor an der I2C-Schnittstelle haben, müssen wir uns die entsprechende Zeile, welche mit I2C kommentiert ist, auskommentieren. Die anderen beiden Zeilen darüber und darunter können wir löschen. Damit erzeugen wir uns eine Instanz des Sensors über die I2C-Schnittstelle. Kommunikationsschnittstelle. Aus der einfachen Variablen Delay Time machen wir nun eine Konstante und weisen ihr gleich den Wert 1000 zu. Das erspart uns eine Zeile im Setup und ist auch deutlich übersichtlicher, wie ich finde. Im Setup selber starten wir als erstes die serielle Kommunikation mit 9600 Baud. Die While-Schleife, welche wartet, dass die serielle Schnittstelle bereit ist, entferne ich, da dieses normalerweise so schnell geht, dass dieser Schritt übersprungen werden kann. Des Weiteren, den Status frage ich gleich in der If-Bedingung ab und spare mir auch somit eine zusätzliche Variable. Sollte der Sensor jetzt nicht verfügbar sein, so wird die Meldung ausgegeben, es konnte kein BME-Sensor gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die Verkabelung. Ansonsten wird der Tabellenkopf aus der seriellen Schnittstelle ausgegeben und die Funktion Loop ausgeführt. In der Funktion Loop werden nun in einem bestimmten Zeitabstand die Daten vom Sensor gelesen und in dem Tabellenmuster ausgegeben. Zuerst fangen wir mit dem Luftdruck an, welchen wir über die Funktion ReadPressure erhalten. Diesen Wert müssen wir noch einmal durch 100 dividieren. Danach berechnen wir die Höhenmeter. Als Referenzpunkt nutzen wir den Wert aus unserer zuvor definierten Konstante. Als nächstes lesen wir nun die Luftfeuchtigkeit und geben diese auf der Serienschnittstelle wiederum aus. Und das gleiche machen wir danach auch für die Temperatur. Nun fügen wir noch am Ende einen Zeilenumbruch mit Serial.println ein und erzeugen eine Pause mit der Funktion Delay. Schauen wir uns nun an, wie die Ausgabe auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE aussieht. Dazu laden wir das Programm hoch
und öffnen den seriellen Monitor. Wir sehen nun, dass die Daten wie gewünscht ausgegeben werden. Durch das Betätigen der Checkbox Zeitstempel anzeigen wird vor jedem Datensatz nochmal ein Zeitstempel angezeigt. Dieses ist beim Messen von zum Beispiel Temperaturdaten sehr sinnvoll. Damit man diesen Sensor später in zum Beispiel eine Wetterstation integrieren kann, habe ich eine kleine Platte für den 3D-Drucker entworfen. Auf dieser Platte wird der Sensor mit drei kleinen Schrauben befestigt und kann somit in andere Gehäuse ganz sicher montiert werden. Damit möchte ich das Tutorial beenden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss!